Meter abliefern. Und dann darfst du Cleanup machen. Die schnappen wir uns auch mal kurz. Du gehörst nämlich zu Huawei. Lass uns mal die Treppen hier wegmachen, die man nicht mehr braucht. So, du transportierst jetzt die Treppenstücke ab. Und du kannst wieder im Kirby arbeiten. Ja, und sobald du mit den Aufräumarbeiten fertig bist, darfst du hier Holz fällen. Hier und hier. Und das hier auch gleich. Nicht mehr lang und die Schicht ist auch weg, dann bleiben eigentlich nur noch die Stümpfe hier auf der Schicht. Und ja, halt hier oben alles. Du trägst jetzt hier ab. Auch gut. Und wieder ist ein Baumstumpf frei. Baumstumpf. Befreit von der Tyrannei der Erde. Und ja, ich glaube, heute werden wir den Sonnenuntergang nicht mehr sehen. Da hat deine Steine verloren. Da.
Ich kann doch nur Steine einfach verlieren. Und ja, das Cleanup wird ein langwieriger Prozess. Mit nur einem. Aber er schafft es irgendwann. Da glauben wir fest an ihn. Hat es ja schon mal geschafft. 4 von 4 zum Lager zu bringen. Also die Hälfte. Wirklich gut, dass Brickton sich nicht über die harte Arbeit beschweren. Kommen sie wieder zum Erde auffüllen. Er kann nichts bauen gerade, weil einfach keine Materialien da sind. Und ja, irgendwie bin ich froh, wenn ich dann die zusätzliche Arbeitskraft in Form von noch mehr Brickfords habe. Oh, da kommt der Untote nächsten Stein. Da hat wieder jemand Zeug liegen gelassen. Eben mal muss man den Brickthorns sagen, dass sie aufräumen sollen. Dann fällt auch der Baumstamm. Der da ist, glaube ich, nicht mehr im Bereich der Mine, leider. Aber dafür die alle. Und da sind wieder Wolken. Oh. Die sehen so richtig nah aus, so groß wie die sind. Ja, wenn man nicht ab und zu mal zur Seite schaut, dann fällt einem sowas gar nicht auf. Große weiße Zuckerwatte. Yum,
Yum, yum, yum, yum, yum, yum. Yay, ein Baumstumpf für unseren Baumeister. Da kommt er auch schon angelaufen, Kurdin. Was ich gerne hätte, wäre so eine Art Laufmodus. Oder halt aller Dungeon Keeper einen Minion-Modus, wo ich in einen Brick von rein kann. Ihn steuern kann, wo ich dann hier so hochlaufen könnte. Mir die Tunnels selber ansehen könnte. Das wäre cool. Wirst du jetzt gleich den Stumpf runterschmeißen? Nein. Du bist ganz nett und freundlich. Läufst sogar ein ganzes Stück außen rum. Dafür wirfst du ihn jetzt runter. Es ist beim Baumeister traurig. Guckt ihn euch an, wie traurig er jetzt ist. So, Newton. Dein Putzdienst ist vorbei. Du kannst dich wieder ans Bäumefällen machen. Also du kannst dich jetzt ans Bäumefällen machen. Er wird mir halt immer noch als Putzmann angezeigt. Klonk. So, was geht hier oben so ab? Ah, sie bauen fleißig die Ebene jetzt ab. Schmeißen wahrscheinlich wieder ein paar Baumstümpfe runter. Also Bretter sollten
so das Problem sein. Ah, wir haben Steine zurück. Also richtige Bricks, keine Stones. So, dann fangen wir mal hier an, doppelreich zu platzieren. Einfach damit wir kein Holz verschwenden. Also anders als wir es bis jetzt gemacht haben. Der macht auf jeden Fall jetzt gut Holz. Da freut der sich, dass er wieder Baumaterial hat. So, dann warten wir mal, bis sie das da zugemacht haben. Oh, die Riesenwolke ist jetzt da drüben. Und verdeckt uns den Blick auf die Sonne. Wäre echt schön, wenn ihr das intelligent bauen würdet.
Ja, gut, aber jetzt sollten wir mal wieder speichern. Save Override. Und damit war's das mal wieder für heute. Jetzt gibt es einen Cut. Bis zum nächsten Mal.